Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Schön, dass du hergefunden hast. Und heute reden wir über zwei Neuzugänge vom FC Schalke 04. Nämlich einmal über den erfahrenen Dominik Drexler. Der 31-Jährige kommt vom 1. FC Köln zu den Schalker nach Gelsenkirchen. Und über den neuen Torhüter Martin Freisel. Der Österreicher wechselt auch ebenfalls zu den Gelsenkirchenern. Reden wir doch mal über diese beiden Transfers und was beide für den Kader von Schalke für die Zukunft bedeuten. Viel Spaß mit diesem Video. Schalke hat sich somit wieder verstärkt für die kommende zweite Bundesliga-Saison, die ja an diesem Wochenende gestartet ist mit eben dem Spiel Schalke 04 gegen den HSV. Und kleiner Spoiler, Schalke hat das Spiel 1:3 verloren, aber ich möchte gar nicht so viel auf das Spiel selber eingehen, denn ich habe das schon am Freitag gemacht. Ich möchte über diese zwei Neuzugänge kurz berichten. Es ist schon zweites Jahr, wo sie vorgestellt worden sind, aber ich möchte trotzdem kurz darüber reden, was diese für den Verein alles machen können. Beginnen wir doch mal mit dem erfahrenen Dominik Drexler. Der 31-Jährige kommt vom 1. FC Köln, wo er eine gewisse Zeit lang jetzt gespielt hat, aber nicht wirklich eingeschlagen ist, und er kommt ablösefrei zu Schalke, wird einen Vertrag über 2 Jahre unterschreiben und sollen vor allem Routine in die Mannschaft bringen. Er ist ja zweite Bundesliga erfahren, hat ja, bevor er in Dänemark war, bei Midtjylland auch bei Holstein Kiel gespielt und dort auch eine sehr tragende Rolle. Und er ist jemand mit sehr viel Zweitliga-Erfahrung und jemand, der Schalke auch in dieser schwierigen Phase in der zweiten Bundesliga helfen kann. Dominik Drexler ist 31 Jahre alt, er kommt aus Bonn in Deutschland, ist 1,83 groß, sein bevorzugter starker Fuß ist der rechte, und er ist hauptsächlich im offensiven Mittelfeld tätig, hat also eine offensive Rolle im Mittelfeld und hat eher mehr Spielmacherqualitäten, gute Pässe, kann auch einen ganz guten Abschluss haben, und mit seiner Erfahrung ist er natürlich auch sehr, sehr wichtig in dieser Rolle. Seine ehemaligen Vereine, wie schon vorher erwähnt, waren Holstein Kiel, er hat auch beim FC Midtjylland in der dänischen Liga gespielt, aber auch jetzt beim 1. FC Köln in der Bundesliga. Positiv für Schalke ist, dass er ablösefrei ist und dass er Erfahrung mitbringt. Negativ ist vielleicht die Tatsache, dass er eben schon vielleicht über seine Topform hinaus ist, aber er kann auf jeden Fall zeigen, noch was in ihm steckt für die kommende Saison, und da muss man abwarten und schauen, wie sich Drexler einfinden wird bei Schalke. Was glaubt ihr? Schreibt eure Meinung gerne mal in die Kommentare rein. Der andere Neuzugang ist auch ablösefrei und trägt den Namen Martin Freisel, der mehr weniger aus der Not jetzt rausgezwungen worden ist, der Transfer, denn Ralf Herrmann, der etatmäßige Stammkeeper, hat sich mit Corona angesteckt und wird für eine nicht absehbare Zeit ausfallen. Und nachdem auch der Torhüter Markus Schubert den Verein Richtung Holland, Richtung Vitesse Anheim verlassen hat, wird Martin Freisel den Verein verstärken. Der 28-jährige Österreicher hat zuvor schon beim SV Sandhausen gespielt, kommt jetzt aber vom Den Haag, wo er auch in Holland gespielt hat, und wird grundsätzlich einfach das Torwart-Trio komplettieren. Also, glaubt ihr, dass Schalke 04 mit diesen zwei Transfers nun in der zweiten Bundesliga gut aufgestellt ist? Was haltet ihr generell von der Transferpolitik von FC Schalke 04 in dieser Saison? Was würdet ihr aus einer Bewertung von 1 bis 10 geben? Seid ihr zufrieden damit? Auch vor allem die Schalke-Fans, habt ihr die Genugtuung bekommen für die schwache letzte Saison? Und glaubt ihr, dass Schalke den Wiederaufstieg schaffen wird? Zumindest nach dem Freitagsspiel sind nicht alle zuversichtlich, kann man auch verstehen, aber die Saison ist noch lange und es kann noch einiges passieren. Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare rein, ich diskutiere wie immer gerne mit. Bewertung da lassen, wenn es euch gefallen hat, auch gerne den Kanal abonnieren, wenn ihr Bock habt, und ich sehe euch beim nächsten Video. Bis bald und ciao.